dann wollen wir mal Bäume pflanzen, ne? Das war der Plan. Ja, mein Inventar ist schon voll gespammt. Danke, Erogon der Vergangenheit. Jetzt kann ich nichts anderes. wo? Da oben ist ein bisschen Platz, sogar ein bisschen mehr. Ja, das mache ich mal. Also ich pflück dann einfach hier die Poles raus. Die da. Oh, das sah toll aus. Das war so ein Swoosh an Energie und ich habe gerade einen Roboter aus der Luft gepflückt. Das brauche ich irgendwie häufiger. Wobei, das sind die langsamen, die müssen eher aus der Luft raus. Weg, weg. Ihr seid veraltet. Weg, weg. So. Genau, also die Verbindung ist erhalten durch die äußeren Ringe da. Das heißt, hier drin kann ich überall jetzt Wald platzieren. Und die Roboter können es dann später für mich abbauen. Und ich mache es mal mit ein bisschen Abstand hierzu. Weil wir wissen ja, wie komisch die Bäume manchmal arbeiten. Aber es ist zu nah dran. Ich kriege jetzt aber nicht mehr weg. Also wie komisch die Bäume manchmal arbeiten, dass sie halt Sachen blockieren, die sie nicht blockieren sollten. Und beim Abreißen ist es dann schwierig, sie zu greifen. Und wenn ich nicht abreißen will und so. Das ist nicht so schön. Gut, also. Wir bauen jetzt ganz viele Bäume. Währenddessen überlege ich, was ich mache. Erstmal sollte ich dafür sorgen, dass nebenbei immer mein Spielerinventar am Arbeiten ist. Und ich denke, ich baue einfach mal die hier so lange. Dann verbrauche ich zum einen das Rubber, was ich jetzt ja wieder indirekt anbaue. Und zum anderen kann ich dann, wenn ich mit dem ganzen Platzieren hier fertig bin, die Boiler setzen, um damit dann hoffentlich mehr Strom zu gewinnen. Damit die Akkus durchgehend voll sind. Außer es kommt halt ein Angriff. Das war ja so der Plan. Was sagst du? 1,5 Gigajoule. Ah, ich kann dich doch wegreißen. Sehr gut. Nimm weg. Es ist nur mittig bei den Samen und nicht da unten, wo man es normalerweise glauben würde. Sind das noch viele? Ja, ja. Hier sollte aber hoffentlich erstmal reichen, weil so super viele Boiler brauchen wir gar nicht. Das sind hier irgendwie nur 40, 50? Die brauchen jeweils wie viel Rubber? Ja gut, es sind 2000 Rubber, die wir brauchen. Wie viel kam raus? 3 Resin. Also 3 Rubber pro Baum. Das wird nicht reichen. Das ist krass. Und es wurde auch schon vorgeschlagen, dass ich jetzt einen Tree Farm Mod installieren sollte. Bin da echt zwiegespalten. Weil das erspart uns halt auch komplett die Kohle. Und Kohle müsste immer noch einen höheren Brennwert haben als die Knochen. Das heißt, ich hätte dann endlich viel Kohle und könnte dann auch alle Boiler wieder im Notfall mit Kohle betreiben. Was ich momentan halt nicht machen will, weil unsere Kohle begrenzt ist. Und ja, wir haben da sehr viel, dessen bin ich mir bewusst. Aber trotzdem ist es begrenzt. Und sobald das da leer ist, müssen wir expandieren. Und expandieren ist problematisch. Weil zum einen müssen wir töten. Und töten ist mal so eine Sache. Wobei mit der neuen Rüstung geht es. Aber trotzdem ist es problematisch, weil wir dann ja auch wieder mehr Land verteidigen müssen. Also müssen wir wieder mehr Lasertürme setzen. Also haben wir einen höheren passiven Verbrauch an Strom. Und einen aktiven, wenn angegriffen wird und so weiter und so weiter. Das ist halt alles nicht ganz so einfach. Ja, ich guck mal ganz kurz. Ich vergleiche mal kurz die Kohle, wenn ich sie denn irgendwo finde. Wo bringt ihr die Kohle? Komm mal kurz mit. So, ich habe 2 Kohle bekommen. 8 Megajoule bringt eine Kohle. Und das Ding da war nur 1,5 oder so. Was? Ach, könnt ihr mal stabil bleiben? Ja, hier. 3,5. Das heißt, Kohle würde doppelt so viel bringen, also doppelt so lange halten. Und wir könnten es unendlich produzieren, wenn die Tree Farm nur groß genug ist. Und das wirkt schon ein wenig überpowered. So, was sagt ihr? 2 Gigajoule? Was? Es wird ein Laserturm vernichtet, aber nichts schießt? Das ist keine Schussnachricht. Die schießen nicht. Okay. Ach so, sie schießen nicht, weil es ein Spitter ist. Ja, das ist okay. Genau, du. Habe ich noch? Ja, ich habe noch panzerbrechende Munition. Komm her. Wusch. Ich muss hier um die Tore reinsetzen. Warum bist du jetzt näher gekommen? Oh.
Das ist ein interessantes Verhalten. Ich glaube, also entweder ist er näher gekommen, weil ich da war und er wollte mir den Kopf abbeißen. Das kann natürlich sein. Aber es hätte er auch von da hinten machen können mit seiner Spucke. Also, er hätte ihn nicht abbeißen können, aber er hätte mich töten können. Was ich eher glaube, warum man da rangekommen ist, weil nur noch eine Mauer im Weg stand. Also, er fängt überhaupt erst von so weit an zu spucken, weil er weiß, in Anführungszeichen, da ist eine so dicke Mauer, da komme ich gar nicht so leicht durch. Aber das ist sehr komisch gedacht oder schrägstrich programmiert dann, weil er könnte doch einfach die Mauern snipern. Na gut, so oder so, ich hätte jetzt ganz gerne Tore, da, Bautore. Vier Stück. Die sind jetzt wieder eine Sicherheitslücke, weil es nur Steinmauern sind, aber hier sind ja momentan eh nur Steinmauern, was ziemlich irritierend ist. Das müsste ich bei Zeiten dann auch wieder alles ummodeln, aber ist okay. So habe ich jetzt wenigstens die Möglichkeit, hier schnell rauszuhuschen, falls wieder so ein Angriff kommt. Weil dadurch sparen wir zum einen Strom und zum anderen die Ressourcen für die kaputten Türme. So, und aus dir würde ich ganz gerne eine Large Provider Chest machen. Damit wir mehr Zugang haben dazu. Wo war ich? Ich hatte die Bäume... Achso, du bist nur ein Stein. Ich hätte die Bäume gepflanzt, wenn auch nicht so super viele. Ich könnte mir jetzt noch eine Stelle suchen, wie zum Beispiel hier ist ziemlich viel Platz. Und du hast gar keinen Strom. Ja, warte mal. Habe ich noch Substations? Nö. Bau bitte Substation. Da waren sie doch. Da taucht ihr auf. Okay. Wo ist das richtige System? Das richtige System ist hier. So, das da oben. So, du gehst hier nirgendwo hin. Ihr könnt alle... Was? Du kannst weg. 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 Die zwei da können auch weg und... Mit dem da darf ich mich nicht verbinden. Es gab übrigens einen sehr netten Hinweis, dass man, wenn man Shift-Linksklick auf sowas macht, die ganzen Dinger gekappt werden. Und wie werden sie wieder hergestellt? Also in den Kommentar stand, wenn ich Shift-Linksklick drauf mache, werden sie halt gekappt und ich könnte sie dann einzeln wieder zuweisen. Nein, nein. Mach dich weg. Setz dich mal neu. Und dadurch könnte ich halt auch, also das System ganz normal bis hier nach oben durchbauen mit dem ganz normalen Muster, aber ich würde dann halt die Seile hier, die Stromkabel hier kappen. Aber ich weiß halt nicht, wie ich das einzeln verbinde. Das ist dann das Problem. Aber gut. Türme schießen, Strom. Hält sich bei 2,7 Gigajoule. Das ist sehr cool. Was macht das Wasser? 92 Grad. 99 Grad. Und ihr hier hinten seid bei... Oh, inzwischen auch 80. Das ist in Ordnung. Das heißt... Ich setze jetzt die neuen Boiler. Oh, hallo, Roboterschlange. Setze hier zwei neue, da zwei neue und den Rest bei den anderen. Das heißt, es kommt jetzt wieder kurzfristig zu Temperaturproblemen, weil kaltes Wasser da reinströmt und das kalte Wasser dann erst erhitzt werden muss und so weiter und so weiter. Das ist halt alles ein wenig kurios, aber gut. Wobei ich mir habe sagen lassen von mehreren Leuten und auch Leuten, die sich mit sowas auskennen sollten, weil es teilweise ihr Beruf ist, Tytec macht das schon recht logisch. Ich verstehe die Logik noch nicht, weil ich mich damit halt nicht so gut auskenne. Aber es soll programmiert sein, was das Verhalten angeht von Pumpen und Wasser und so. Ja, okay. Muss ich mich halt reinfuchsen. Das heißt, das hier sollte jetzt auf, ja, 90 Grad, später vielleicht sogar noch mehr, hochgehen. Und dadurch sollte ich die Akkus durchgehend voll bekommen. Vor allem tagsüber. 160 Türme schießen. Du gehst hoch. So, die hören schon auf zu schießen, oder? Ich mach mal das gleichzeitig auf. Also 120 Türme schießen. Wir haben trotzdem noch einen Schuss an Strom. Ah, es ist sehr schön.
Wobei wir wissen, wir hatten es auch schon mal, dass 280 Türme geschossen haben. Da würde es dann vielleicht ein bisschen anders aussehen. Trotzdem, alles sehr gut. Das heißt, wir können jetzt doch wieder Akkus bauen. Das hatte ich ja ein wenig verpönt, weil wir die eh nicht voll bekommen haben. Aber jetzt macht das Sinn. Also ich hätte gerne blaue Akkus waren die mit dem höheren Output, ja. Das waren die eigentlichen guten Akkus. Nicht die falschen lila Akkus. Aber sei es drum. Solarzellen hatte ich auch gebaut? Nee, hatte ich nicht. Ich hatte nur die Boiler gebaut. Davon könnte ich jetzt schon wieder 10 neue machen. Sauber, sauber. Ja, doch. Langsam kann ich wieder durchatmen. Also ich habe immer noch keine Zeit, irgendwelche friemeligen Sachen zu machen oder so. Ich muss immer noch weiter am Stromsystem arbeiten. Aber es hält sich. So. Akkus brauchen ganz schön lange zu bauen. Das wurde auch erwähnt. Die Bauzeiten von manchen Sachen wurde extrem angehoben. Zum Beispiel die Solarpanels, die gingen früher richtig, richtig schnell. Und jetzt brauchen die wesentlich länger zu bauen. Was aber auch ein bisschen Sinn macht, weil, ne? Komplexe Technik sollte auch schon recht lange dauern. Vor allem so eine MK2-Dinger hier, das ist schon okay. Und selbst die MK1-Akkus brauchen recht lange. Das heißt, wir sollten das auch automatisieren. Ja, warum nicht, ne? Haben wir überhaupt noch Platz für Fabriken? Der Seeder muss weg. Ja, muss er. Hier kommen später noch die anderen Science Packs hin. Hier kommt MK5, MK6, MK7, MK8 Speed-Module. Hier kommt das Ganze eigentlich nochmal für Produktivitätsmodule. Wir brauchen definitiv mehr Platz. Weiter mal das Muster. Da, da, du weg, du weg. Da. So. Dann Water Begone haben wir bestimmt nicht. Und wir haben auch nicht besonders viel Landfill, oder? 140, doch, das ist eine Menge. Ich mache das mal etappenweise wieder drüben auch. Indem ich total kreuz und quer das baue. So. Und dann fülle ich erstmal das hier auf, damit ich hier die Fabriken hinbauen kann. Wobei, eigentlich wäre es noch besser, wenn ich das so mache und erstmal die untere Hälfte fülle. Also brech die mal bitte ab, das ist mir zu nervig. Bau bitte Water Begone zweimal und guck mal, wie weit wir damit kommen. Wo ist dieses komische... Da. Swoosh, swoosh. Oh, okay, das mache ich dann von Hand. Und schon waren es nur noch 40. Was bist du für eine komische Mauer? So. Ist in Ordnung. Ist wieder ein Sniper. Ne, 85 Türme schießen. Ist alles gut. Du bau dahin. Weg. So, was hatte ich gesagt? Hier wollte ich oben noch 4 Fabriken machen für die noch höheren blauen Module. Hier wollte ich die rosa Module hinpacken. Da sollte ich vielleicht schon mal Platzhalter hinhauen. Also hätte ich ganz gerne da ein paar Fabriken. So ein Stack gelbe Fabriken, warum nicht? Okay, einen halben. So, das heißt, das Ding arbeitet jetzt auch wieder. Oh, Strom sieht echt gut aus. Boah, ist das schön. Das ist richtig beruhigend, dass das endlich funktioniert. Bau das da. Da sind sie. Also... Das sind die für blau. Das sind die für rosa. Grün. Ja, grün ist so eine Sache. In der Krise haben wir die echt gebraucht und waren sie hilfreich. Aber im Idealfall sollte ich sie nicht brauchen, weil ich genug Ressourcen habe, um mehr Boiler zu bauen, um mehr Steam Engines zu bauen, um mehr Strom zu generieren. Deswegen will ich dafür nicht extra einen Komplex haben. Smog-Generation könnte später noch ein Thema werden, wenn ich viel, viel mehr Gegner anlocken will, um mehr Knochen zu bekommen oder Edelsteine oder was auch immer, aber jetzt nicht. Trotzdem lasse ich den Platz dafür mal frei. Also für irgendeine Modulart lasse ich den Platz da frei. So, hier. Hier kommen jetzt wieder Fabriken, die beliebig genutzt werden können. Und es ist ganz schön dunkel hier.
Haben wir noch Licht? Nee. Bau bitte Licht. Oh, die MK2 lassen sich ganz schnell bauen. Die MK1 aber nicht. Ja gut, vielleicht muss da irgendwo eine neue Diode aufgebappt werden oder was auch immer. Und ja, an solchen Sätzen merkt man denn, dass ich keine Ahnung von sowas habe. Das wären, glaube ich, Kondensatoren, die hinzugefügt werden müssten. Richtig? Richtig, Sternchen?